Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge Grim Dawn und ich war echt am Überlegen, ob ich echt jetzt meine Grim Dawn-Pause einlege, aber irgendwie hat es mich bei meiner Ehre gepackt und es kann einfach nicht sein, dass ich Reign of Terror echt nicht schaffe. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgesurft, ein bisschen geguckt, was könnte ich machen. Ich probiere einen letzten Bild und ja, wenn das nicht klappt, muss ich was überlegen, wie auch immer. Was heißt, es ist kein echter Bild, sondern eine Grundidee. Wie ich den dann nachher spiele, ist die andere Geschichte. Ich klicke auf Start. Wenn ihr denn keinen Bock mehr drauf habt, okay, kann ich verstehen. Ich habe Bock drauf, weil es hat mich echt gefrustet. Ich drücke jetzt trotzdem auf Start. Ich hoffe, ich habe da jetzt das Richtige ausgewählt, weil das sieht nach einem Grim Dawn-Bild aus. Nein, es ist das Reign of Terror Mod, die Reign of Terror Mod. Und ich finde er echt. Hallo? Ja, ist okay. Bla. Wir werden mit ihr sprechen. Und ja, was soll ich sagen? Es hat mich echt gefrustet beim letzten Mal. Hat man ja auch kaum mitgekriegt. Schauen wir mal, was das Ganze wird. Guten Tag. Ja, ja. Das wissen wir alles. Dann gehen wir mal eine Runde schnetzeln. Ich finde es sehr, sehr frustrating. Hey. Ja, mal gucken, was das Ganze wird. Ich bin da mal sehr gespannt. Lass das. So, da hat es doch geplinkert, habe ich doch gesehen. Ja. Sehr frustrating gewesen beim letzten Mal. Ich hatte auch echt den Hals voll, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nie wirklich weit in Reign of Terror gekommen. Und das ist so ein bisschen so, wo ich dann echt so denke, das kann eigentlich nicht sein. Dass das nicht so... Ey, können wir das mal lassen? Wäre ich sehr dankbar dafür. So. Okay. S wie Siegfried und es wird, wo ist er denn? Ein Druide. Und Firestorm, bitteschön. Dankeschön. Und so. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber es ist halt so eine Idee, die ich gesehen habe im Netz. Er würde dann als... Was denn? Hör auf. Fängt als Firestorm-Druide an. Und sollte ich jemals Level 50 erreichen, wir gehen hier mal rein, einfach weil wir es können, oder Level 40, wird er einmal geswitcht von einem Hauptskill her. Und dann gucken wir einfach mal, ob das so alles wie funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mal so die Frage. Können wir das mal lassen? So. Ich nehme das weiße Zeug jetzt trotzdem mit erstmal. Wir brauchen Kohle. Hallo? Ich möchte überhaupt nichts dazu sagen, wie gut das läuft oder sonst was. Bei Level 20, da wissen wir dann, wie gut es läuft. Also da, wo wir letztes Mal waren, ob das funktioniert. Ey, hau ab. Ich nehme das weiße Zeug jetzt erstmal mit. Auch wenn es jetzt gerade ist. Es geht einfach da nur um die Kohle. Ja, ansonsten ist heute Sonntagmorgen. Ich habe mir heute gesagt, ich fange an, etwas früher aufzunehmen als sonst. Normalerweise nehme ich so ab Sonntagnachmittag auf.
habe gestern das erste Mal Elden Ring gespielt und bin gar nicht so oft gestorben, wie ich es erwartet habe. Erstaunlicherweise. Ich war erstaunt. Und mal gucken, wenn ich heute Nachmittag noch Zeit habe, werde ich ein bisschen Elden Ring weiterzocken oder beziehungsweise nochmal neu starten. Ich weiß jetzt, welche Klasse ich spielen will in Elden Ring. Ich spiele einen Astrologen, weil der auch mit dem Schwert umgehen kann. Aber eben halt Magier ist. Entschuldigt. Und das hat Spaß gemacht. Das Einzige, was halt war, oder was mich echt so ein bisschen abgefuckt hat, war die Performance. Sorry, aber es gab zum Schluss einmal einen Fight. Das war gegen einen Drachen. Den wollte ich eigentlich gar nicht. Das war nicht die beste Idee, dann da auch nicht abzuhauen. Aber die Ruckelei war echt nicht auszuhalten, um das mal deutlich zu sagen. So. Also die Performance auf PC ist echt böse. Wobei das Spiel halt auch auf der PlayStation 5 seine Schwierigkeiten hat, wie ich gelesen habe. Und zwar speicherstandmäßig läuft das wohl nicht so gut. Da sind wohl Speicherstände dann defekt. Aber gut, da rege ich mich jetzt nicht großartig drüber auf. Grafisch ist es jetzt nicht die Granate. Also da muss man sagen, ist Demon's Souls von der Optik halt sehr viel hübscher. Aber wirklich sehr viel. Aber die Open World ist extrem stimmig. Muss man einfach so sagen. Also wirklich sehr stimmig. Allerdings, wie gesagt, ich kann dann nicht nachvollziehen, dass in meiner Konfiguration das dann ruckelt. Das darf nicht sein. Scheint aber ein Problem seitens anders formuliert. Es scheint nicht. Die wissen um die Problematik bei FromSoft. Sie haben ja auch den ersten Patch haben sie ja schon, wobei der andere Sachen behebt. Er behebt halt jetzt nicht. Hallo Jungs. Kuckuck. Also er behebt halt nicht die Schwierigkeiten mit der Grafik. Hab's ehrlich gesagt noch nicht so ganz geblickt, warum die da so ein Thema mit haben. Muss ich jetzt ja mal gestehen. Hau ab. Ach, Boss. Na, siehst du wohl. Ja, ja, jetzt müsst ihr euch da unten auch noch einmischen. War ja klar. Warte mal eben. Das. Irgendwie verbraucht das echt so gut wie kein Mana. Ist ja fast zu vernachlässigen. Ja, mal gucken. Also ich habe schon Bock, das heute Nachmittag noch mal ein bisschen zu zocken. Werde dann aber den Char noch mal neu starten. Das macht aber nichts. Ich war noch nicht so weit. Ich habe gestern Abend 3 Stunden oder so gestreamt. Aber das Schöne ist wirklich, also ich finde den Anfang deutlich einfacher als bei Demon's Souls.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Demon's Hood schon eine Ecke härter ist. Also für Einsteiger. Ja, und von daher bin ich da mal sehr gespannt, aber wie lange ich dabei bleibe. Ansonsten zocke ich ja gerade auf meinem Twitch-Kanal Horizon Forbidden West. Tolles Spiel, aber gut, das ist natürlich wie immer Geschmackssache, weil tolles Spiel. Ich kann ja immer, ist ja auch so, dass, na, was wollte ich sagen, genau, Elden Ring wollte ich sagen. Und zwar hat es ja Bewertungen gekriegt, da das ist ja schon abgefahren. Also wirklich irgendwie Metacritic 97%. Ich glaube, irgendwie sowas in dem Dreh waren es. Und auf Steam sind es, glaube ich, 60% nur. Also positive Bewertungen. Da kommen wir nicht weiter, oder? Nee. Was natürlich ein krasser Unterschied ist. Und dann habe ich gestern eine Diskussion gelesen, wo ich dann echt so dachte, so, ey, bitte. Ich meine, ja, dass Elden Ring von der Grafik her nicht State of the Art sein würde. Sorry, das konnte man wissen. Das konnte man wirklich wissen. Es gab genügend Vorabmaterial, es gab genügend hier diesen Stresstest und so weiter und so fort. Und ich kann nicht verstehen, wo geht's hier hin? Also, ich kann nicht verstehen, wie sich Leute darüber aufregen, dass es keine 1440p, also sprich 21:9 Unterstützung gibt. Also das ist für mich, also das sagt ja über das Spiel erstmal grundlegend nichts aus. Die meisten negativen Bewertungen basieren aufgrund technischer Herausforderungen und da habe ich schon anderes erlebt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was ich da schon erlebt habe bei PC-Spielen, die am ersten Tag rauskamen und was man da für Schwierigkeiten hat, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann die Diskussion in der Gaming-Community. Ich finde, mittlerweile ist das echt nur noch ein Affentanz. Okay. Wir haben schon geschafft, dann gehen wir mal zurück. Ich habe das jetzt gerade eben gar nicht so mitgekriegt. Ja, wie gesagt, ich habe null, ich wiederhole, null Verständnis für dieses... Man kann ein Spiel scheiß finden, okay. Alles gut, ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon Spiele gespielt, wo ich dann so dachte, so, boah, bitte. Moment. Ja, da nicht für... Ein Skill Point, ein Devotion Point, Tonic of Reshaping, Tonic of... Okay, close. Wie viele Punkte haben wir denn? 4, okay. So. It is clear that you are... Okay, jetzt sollen wir, glaube ich, nach Desert, nach Herrn Kane gucken. Ne, den Tree of Inifus haben wir auch hier, komm. Habe ich jetzt einen gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Und wir kriegen den ja später. Wir gehen erstmal verticken. Und dann machen wir auch Schluss. So. Ja, also wie gesagt, die Gaming-Community ist mir manchmal absolut suspekt, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Eigentlich muss man jetzt noch gar nicht so wirklich schauen, aber gut. Ein Physical Damage. Naja. Nee. Die beiden Fläschchen sind wichtig. So. Mehr ist hier noch nicht zu machen. Können wir mal eben hier das da rein. Okay, das geht erst einmal noch nicht. So. Ja, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sollen den Tree of Infos finden. Ich frage mich immer noch, was es genau heißt, aber ist auch egal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.